Herzlich willkommen bei CBTV. Wir melden uns heute aus Hannover. Mein Name ist Christopher Anton und ich freue mich auf unsere Experten-Talkrunde zum Thema Cloud Services. Dazu begrüße ich zunächst ganz herzlich meine Gäste. Lars Rien, er ist Geschäftsführer bei der Infowarn Datenkommunikation GmbH. Lothar Grieb, Leiter Entwicklung bei der Höltl Retail Solutions. Und last not least Ralf Haupter, Chief Operating Officer bei Microsoft in Deutschland. Globalisierung, Kostendruck und ein immer schärferer Wettbewerb. Das sind einige der Herausforderungen, vor denen Unternehmen heute auf allen Märkten stehen. Wir wollen jetzt hier mit unseren Experten klären, wie eine optimale Lösung für diese Unternehmen aussehen kann. Bringt Cloud Computing, also Software und Services aus dem Internet, den Unternehmen tatsächlich mehr Flexibilität und Kostenvorteile? Und dazu gleich die erste Frage an Ralf Haupter. Herr Haupter, Cloud Computing ist nach wie vor eines der Top-Trendthemen für CIOs. Wie schätzen Sie als Anbieter die Entwicklungen im Cloud Computing-Markt ein? Welche Vorteile haben Unternehmen real durch den Einsatz von Cloud Services? Ich bediene mich da mal Gartner-Zahlen. Gartner sagt, dass bis zum Jahre 2013 jährlich mit 30%, bis zu 30% Wachstum zu rechnen ist mit Cloud Services. Und das gesamte Geschäft wird ungefähr 150 Milliarden US-Dollar betragen. Also ein Riesengeschäftsmodell für die Industrie. Die Vorteile für Kunden sind zum einen natürlich Kostenreduktion. Wir sehen Kunden, die bis zu 30% weniger Kosten haben in diesem Umfeld. Und zum anderen eine deutlich höhere Flexibilität in der Art und Weise, wie sie ihre Infrastruktur einsetzen. Das hilft enorm dynamisch auf neue Geschäftsprozesse reagieren zu können, auf Marktanforderungen reagieren zu können, mit Partnern andere Geschäftsmodelle entwickeln zu können. Und wir glauben damit, der Industrie wirklich einen großen Dienst leisten zu können. Vielen Dank. Ich darf Sie fragen, Lars Rien, Sie als Microsoft-Partner haben das ja direkt am Kunden. Warum gewinnt das Thema Cloud Computing für Unternehmen jeder Größe so stark an Bedeutung? Welche Cloud-Services fragen Unternehmen denn aktuell gerade nach? Und wo sind sie, in welchen Bereichen sind diese Unternehmen noch zögerlich? Ja, also wir sehen, dass sich die Welle im Cloud Computing so langsam von unten nach oben bewegt. Wir haben so vor einem guten Jahr, wo das ganze Thema auch mit der Business Productivity Online Suite losging, gesehen, dass es vor allen Dingen für Kleine sehr interessant war, weil da einfach die Kostenargumente waren völlig klar. Für 20, 30, 50 Leute einen eigenen Exchange-Server, SharePoint, die ganze Infrastruktur zu betreiben, das versteht jeder, der irgendwie rechnen kann, dass es einfach deutlich günstiger ist, sich das halt eben on-demand einzukaufen. Wir sehen jetzt seit ungefähr 3 bis 6 Monaten, also auch ein Trend bei den ganz großen Unternehmen, die halt eben auch dann unter dem Aspekt der Flexibilität das Ganze angehen, natürlich auch immer auf der Suche nach der Kostenoptimierung, wie das der Haupter eben schon angesprochen hat, aber auch, weil die einfach sagen, ich habe ständig Merger, Demergers, ich schrumpfe, ich wachse und ich brauche einfach eine IT-Infrastruktur, die auch entsprechend sehr schnell sich meinen Bedürfnissen hier anpasst, auch neue Produktzyklen, neue Produkte sollen schneller eingeführt werden im Unternehmen und das ist einfach schön, wenn Microsoft letztendlich für mich das Upgrade für Exchange einfach macht und ich merke es fast nicht, außer dass ich plötzlich neue Features habe und es kostet mich noch nicht mehr extra, weil es einfach in der Servicegebühr schon drin ist. Vielen Dank. Das ist ja eine sehr interessante Einschätzung eines Microsoft-Geschäftspartners. Ich darf Sie nochmal fragen, Herr Haupter, dieser Geschäftspartner, der auf Cloud-Services setzt, ist denn Cloud Computing jetzt auch überhaupt schon ein echtes Geschäft für Microsoft? Wie sehen denn da die Zahlen aus? Naja, das Schiff ist voll in Fahrt, ja. Also wir haben die Segel gesetzt und sind absolut hart am Wind. Wir haben in den letzten 6 Monaten über 500 Kunden gewonnen für dieses Geschäftsmodell und wir sehen täglich mehr und mehr Anfragen und darüber hinaus sind bereits mehr als 200 Partner in Deutschland aktiv. Die 500 Kunden waren auch deutsche Kunden und wir gehen davon aus, dass bis zum Ende des Fiskaljahres wir mit 600 Partnern im deutschen Markt aktiv sind. Das heißt, alle Zeichen stehen auf grün und wir geben wirklich Vollgas an der Ecke. Jetzt ist es ja so, Ralf Haupter, ich darf noch eine Frage nachschieben. Microsoft ist ja nicht der einzige Cloud-Anbieter. Da gibt es ja noch ein paar andere. Google, Salesforce.com, IBM. Eine Menge von Unternehmen tummeln sich ja jetzt auf diesem Cloud-Marktplatz. Wie genau positioniert sich Microsoft da im Wettbewerb? Wir haben eine deutlich andere Strategie als unsere Marktbegleiter. Unsere Strategie heißt Software plus Service und dann eben Cloud Services. Das bedeutet ganz konkret für unsere Kunden, dass sie die Chance haben, so wie sie sie erleben, Dienstleistungen zu Hause im Rechenzentrum zu installieren und wahrzunehmen und auf der anderen Seite als Cloud Service zu beziehen. Und das unterscheidet uns substanziell. Kunden haben tagesaktuell sozusagen die Chance zu entscheiden, welchen Service sie aus der Cloud beziehen und welchen Service sie neudeutsch
on-premise im Rechenzentrum fahren. Und das bezogen auf alle unsere Produkte im Portfolio, von eben Exchange, OCS-Services bis hin zu Azure, was das Betriebssystem in der Cloud ist. Und das ist ein absolut großes Differenzierungsmerkmal, was wir haben uns einzigartig gestellt in diesem Cloud-Service-Umfeld. Vielen Dank. Jetzt wollen wir auch mal das Ganze von Kundenseite beleuchten. Lothar Grieb, bleiben wir mal bei Windows Azure und machen das mal greifbar. Warum hat sich Ihr Unternehmen, die Hörtl Retail Solutions, für Windows Azure entschieden? Wie profitieren Sie, wie profitieren Ihre Kunden davon? Also für uns ist eine hervorragende Geschichte aus diesem Grund, weil wir sehr viele Kassensysteme weltweit verteilt haben und die Erreichbarkeit dieser Kassen wird natürlich durch eine Cloud extrem vereinfacht. Neue Softwarestände können über die Cloud auf die Kassensysteme aufgespielt werden. Der Administrationsaufwand geht wirklich fast gegen Null runter, weil ein neues Service Package auf die Cloud aufgespielt, verteilt sich automatisch an alle Kassensysteme, ist natürlich eine absolute Stressfreiheit. Vielleicht können Sie es noch ein bisschen konkretisieren. Wie konkret muss man sich denn die Rolle von Windows Azure dabei vorstellen? Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen genauer darlegen. Sie hatten gerade eben die Kassensysteme erwähnt. Vielleicht kann man das noch ein bisschen ausführen. Man muss sich das so vorstellen, dass das Windows Azure die Mutter aller Daten ist. Das heißt, die Daten werden von der Cloud an die Kassensysteme verteilt, aktualisiert und im Gegenzug liefern die Kassen wieder Transaktionsdaten, Verkaufsbelege und so weiter in die Cloud zurück und können dort dann im Prinzip online ausgewertet werden und schneller Analysen durchgeführt werden. Kann man denn bei Ihnen schon beziffern, Herr Grieb, wie viel Ihre Kunden durch dieses neue Angebot, durch diesen Cloud-Service im Schnitt an Kosten sparen? Wir haben das mal durchgerechnet und sind auf einen Wert von etwa 1.500 Euro pro Kasse pro Jahr gekommen, wobei die Einsparung fast 50% zugunsten unseres Kunden und natürlich für uns selber stattfindet. Und das ist doch eine beachtliche Zahl. Vielen Dank. Ich darf Sie noch fragen, Herr Rien, wir haben vorhin schon gesprochen, das Exchange Online-Geschäft brummt bei Ihnen. Aber könnten Sie sich auch vorstellen, eigene Lösungen auf Windows Azure zu entwickeln? Wäre das was für Sie als Partner? Also wir selber sind als Partner nicht so aufgestellt, dass wir selber Software entwickeln im großen Stil. Das heißt, für uns ist Azure in dem Sinne als Plattform nicht so relevant für unsere eigenen Projekte. Was ich aber sehe und auch sehr stark daran glaube, ich bin sehr aktiv auch in München und anderswo in der Startup-Szene, wo also auch viele Web-Startups unterwegs sind. Und die sind halt häufig auch extrem unter Kostendruck. Die haben sehr wenig Cash zur Verfügung und sehr viel von dem Cash geht heute einfach in eigene IT-Systeme, einfach in die Server, in die Hardware drin. Und für die ist so ein Ansatz wie Azure, wo ich einfach sage, wenn das Ding brummt oder wenn es auch nur zeitweise brummt, dann kommen halt die Services dazu und dann kostet mich halt ein paar Euro mehr während der Nutzung und die meiste Zeit, wo vielleicht nicht so viel Traffic auf der Plattform da ist, ist es halt kostengünstig. Das ist halt super interessant und auch, glaube ich, einfach die Geschwindigkeit, mit der die neuen Lösungen entstehen, ist auch dann gegeben, weil das ist ja auch oft das Thema, wenn eine Sache im Internet gut läuft, gibt es ganz schnell Nachahmer aus USA oder anderen Ländern. Also will man immer vorne dran dabei sein. Also da sehe ich großes Potenzial. Das ist auch so das Feedback, was ich so höre jetzt, wo Azure langsam greifbar wird von den Startups, dass sie sagen, hey, das sieht nach einer guten Sache aus, das werden wir machen. Auf Azure zu entwickeln ist das eine. Vielleicht auch noch eine Frage in Richtung Cloud Services. Was glauben Sie, was sind da die nächsten großen Umsatztreiber für Ihr Geschäft, jetzt speziell im Bereich Cloud Services in Deutschland? Auf welche Trends setzen Sie da als Microsoft-Partner? Also wir setzen weiterhin auf die Online-Services von der Microsoft. Wir sind ja gerade am Anfang. Und wo ich glaube, wo ein großer Schwung kommt, ist jetzt halt mit dem ganzen neues Office 2010, wo es dann halt die Web-Apps entsprechend auch gibt, die Sinn machen. Die SharePoint ist jetzt schon ein großes Thema. Mit 2010 wird es dann auch gehostet bei Microsoft. Sehr viel einfacher, das Ganze halt zu customizen, was ja gerade auch Sinn und Zweck von einem SharePoint halt ist. Die ganzen Unified Communications-Themen, auch da sind wir noch am Anfang, weil das ist dann an einigen Stellen schon noch technologisches Neuland, wo man sagt, da geht On-Premise heute noch mehr, als was in der Cloud geht. Also das heißt, ich glaube, dass einfach der Bereich, wo wir jetzt schon tätig sind, das sehr stark an Fahrt aufnehmen wird, einfach mit neuen Features, neuen Produkten und auch vielen neuen Kunden. Also Stand heute muss man auch vielen Kunden immer noch erzählen, was ist denn Cloud? Ach, Microsoft macht da auch was. Also wir sind da noch am Anfang. Vielen Dank. Cloud Services, also ein absolutes Top-Thema, nicht zuletzt natürlich hier auf der CeBIT in Hannover. Ich danke meinen Gesprächspartnern für diesen kleinen Talk. Und mehr zu den Microsoft Cloud Services erfahren Sie unter www.microsoft.de. Vielen Dank.